I am the Jochen, das ist der Frühsport für Samstag, den 19. Oktober 2024. Schönen guten Morgen. Das war ein gemütliches Fußballspiel gestern hier in Darmstadt gegen den 1. FC Köln. 5:1, ein sowas von souveräner Heimsieg, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Genauer gesagt haben wir ein Jahr lang oder über ein Jahr lang gar keinen Heimsieg mehr gesehen. Und jetzt kommt wieder einer und der geht dann gleich auch noch so derbe durch die Decke. 5:1 also für die Lilien gegen Köln im Kampf der beiden Absteiger aus der Bundesliga. Dazu gab es von Eintracht Braunschweig noch eine 1:0-Führung bei Hertha BSC, die aber am Ende dann in Unterzahl zu einer 1:3-Niederlage führte. Das ist die zweite Liga von gestern. Was diese Ergebnisse wert sind, kriegen wir heute raus, wenn wir die nächsten Spiele uns mal angucken. 13:0 zum Beispiel geht's los mit Hannover gegen Schalke. Die wollen auch beide irgendwie wieder hoch. Düsseldorf auch, die spielen bei Jahn Regensburg, auch 13:00 Uhr. Und Preußen-Münster gegen Elversberg, auch 13:00 Uhr. Alle drei Spiele einzeln oder Konferenz bei Sky natürlich zu sehen. Und das Topspiel am Abend gibt es nicht nur bei Sky, das heißt Kaiserslautern gegen Paderborn. Das könnt ihr wie immer auch am Samstagabend live bei Sport 1 gucken. Schauen wir in die Bundesliga, da hat gestern auch Dortmund gespielt gegen St. Pauli und gewonnen, wie ich prognostiziert habe. Ganz klares Ding, naja, 2:1, so klar war es dann doch nicht am Ende. Mal gucken, was heute Schönes kommt. Es gibt zwei total schnieke Topspiele. 15:30 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Das könnte ein Offensivspektakel werden. Das ist so ein 3:3-Spiel, könnte es mal wieder geben. Fände ich durchaus schön. Außerdem 15:30 noch Gladbach gegen Heidenheim, Mainz gegen Leipzig, Freiburg, Augsburg und Hoffenheim, Bochum. Und dann am Abend um 18:30 der Südschlager. Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was der VfB da drauf hat in München. Ob Hoeneß da die Bayern ärgern kann. Wird auf jeden Fall auch nett. Alles bei Sky zu sehen am Nachmittag um 15:30 Uhr. Am besten guckt er wirklich Einzelspiel Leverkusen-Frankfurt. Dazwischen dann schnell nochmal alle Spiele, alle Tore geguckt und dann um 18:30 Uhr Bayern gegen VfB. Könnte man machen, wenn man Bundesliga orientiert ist. Man kann aber auch sagen, komm, ich gucke lieber die dritte Liga. Da hat nämlich Waldhof gestern 3:0 gegen Aue gewonnen. Mal gucken, was der Spieltag noch zu bieten hat. Gibt es auch ein Topspiel, nämlich Cottbus gegen Sandhausen. Das Ganze live auf dem RBB zu sehen. Radio Berlin-Brandenburg und oder auch auf Magenta natürlich, da laufen alle anderen Spiele ja auch. Und zwar um 14 Uhr Ingolstadt gegen Verl, Rostock gegen Aachen, Wien Wiesbaden gegen Hannovers Zweite und Viktoria Köln gegen Dortmunds Zweite. Das ist der 14 Uhr Block, Einzel- oder Konferenz beim Magenta Sport. Und um 16:30 VfB 2, also Stuttgart, ne, gegen Saarbrücken. Das könnt ihr auch auf Magenta Sport gucken, ab 16:30 dann das Topspiel. In der Frauenbundesliga hat gestern Abend zum Auftakt des Spieltags Hoffenheim 6:0 gegen Turbine Potsdam gewonnen. Das ist schon sehr deutlich. Heute dann der Tabellenführer um 12 Uhr Frankfurt gegen Werder Bremen und um 14 Uhr Karl Zeiss Jena gegen Köln. Natürlich beide Spiele live auf The Zone oder auch auf Magenta Sport zu sehen. Die Premier League kommt heute daher auf Sky, wie immer, um 13.30 Uhr mit einem Londoner Duell zum Auftakt Tottenham gegen West Ham. Dann haben wir um 16 Uhr eine Menge Spiele, darunter Manchester United gegen Brentford. Oder auch Newcastle gegen Brighton, wer das gucken möchte. Und um 18:30 Bournemouth gegen Arsenal. Da ist der Titelkampf dann wieder in vollem Gange. Und dieses letzte Spiel 18:30, das könnt ihr auch bei RTL Plus gucken. Wenn ihr also kein Sky habt, gibt es heute auch die Premier League bei RTL Plus wieder zu sehen. 18:30 Bournemouth gegen Arsenal. Ansonsten gucken wir in die anderen auswärtigen Ligen. Wir haben mit Frankreich zum Beispiel um 21 Uhr PSG gegen Straßburg, live auf The Zone. Wir haben in Italien um 20:45 Juventus Turin gegen Lazio. Live auf der Zone oder auch um 18 Uhr Milan gegen Udinese mit Costa Roniaic als Trainer bei Udinese. Auch das auf der Zone und Spanien habt ihr um 18:30 Girona gegen Real Sociedad und dann um 21 Uhr Celta Vigo gegen Real Madrid. Auch das alles auf der Zone zu sehen. Ich denke mal, wer hier Bock auf Fußball hat, der wird heute fündig werden. Der kriegt auf jeden Fall irgendwas Ordentliches geliefert. So. Für die vielen Segelfreunde unter euch, der America's Cup könnte heute über die Bühne gehen. Oh Gott, er könnte heute finalisiert werden, über die Bühne wird er gehen. Team New Zealand hat gestern die beiden Regatten gewonnen. Damit steht es jetzt für Team New Zealand 6:2 gegen Ineos. Zur Erinnerung, 7 Siege braucht man. Das heißt, es gibt noch maximal 5 Rennen und von denen muss Team New Zealand 1 gewinnen, um den Cup zu holen. Das könnte also heute schon eingetütet werden. 14 Uhr live auf DF1 könnte dabei sein, wenn gesegelt wird mit den beiden heutigen Regatten, von denen vielleicht nur noch eine ausgetragen wird. Das werden wir rausfinden. Morgen sage ich euch auf jeden Fall, wie es ausgegangen ist. Das kann ich jetzt schon tun beim Baseball, und zwar MLB Playoffs. Da geht es weiter. Die New York Yankees haben ihr Spiel in Cleveland per Extra-Inning verloren. Damit die Cleveland Guardians jetzt verkürzt auf 1:2. Nächstes Spiel der Serie gibt es in dieser Nacht jetzt hier auf Samstag um 2:08 Uhr. Vielleicht ist die Serie dann schon jetzt, wenn ihr das Video guckt, auf 3:1 oder auch ausgeglichen auf 2:2. Die andere steht jedenfalls kurz vor dem Ende. Da haben die LA Dodgers nämlich auch das vierte Spiel gewonnen bei den New York Mets. Führen jetzt 3:1 und das fünfte Spiel läuft gerade. Da führen aber die Mets jetzt wieder mit 3:0. Also die könnten jetzt vielleicht verkürzen auf 2:3. Mal gucken. Oder auch die Dodgers machen die Serie zu.
morgen werde ich euch hier auf dem Laufenden halten. Football ganz kurz aus der Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Die Denver Broncos haben gewonnen bei den New Orleans Saints. Das ist ein NFL-Ergebnis. Mehr zur NFL dann natürlich morgen, wenn der nächste Spieltag ansteht. Passt nur thematisch gerade gut rein ins Thema US-Sport. So, Segeln hatten wir, Baseball hatten wir, Fußball hatten wir. Fehlt ja gar nichts mehr. Doch klar, Eishockey zum Beispiel. Die DEL hat wieder gespielt gestern und die Düsseldorfer EG hat wieder verloren gegen die Kölner Haie diesmal. Das ist natürlich auch die blödste Niederlage, die du so kassieren kannst. Wir schauen aber mal nach oben an die Tabellenspitze. Da haben wir die Eisbären Berlin. Die haben nach Verlängerung gegen Adler Mannheim gewonnen und liegen jetzt mit 24 Punkten gleich auf mit Ingolstadt. Denn Ingolstadt hat verloren. Das ist interessant vielleicht. In Nürnberg 2-6, aber noch recht deutlich, haben auch 24 Punkte. Und dritter jetzt in der Tabelle die Fishtown Penguins. Die haben nämlich gegen Frankfurt gewonnen und haben jetzt 21 Punkte. Dahinter Wolfsburg, Augsburg und Köln. Und am Tabellenende, ich hatte es schon erwähnt, Düsseldorf mit 5 Punkten. Schon sehr trostlos, muss ich sagen, als Düsseldorf-Sympathisant. Das sieht nicht so prickelnd aus. Gibt es heute Eishockey? Ja, NHL, doch. Zweimal NHL. Um 19 Uhr Ottawa Senators gegen Tampa Bay Lightning und um 22 Uhr die Dallas Stars gegen die Edmonton Oilers, beides live auf Sky zu sehen. Dann gehen wir weiter im Text zum Tennis. Da hat Eva Lüss ihr Spiel im Viertelfinale von Osaka leider verloren. Da gab es also für sie das Aus gegen Aoi Ito. Schade. Laura Siegemund spielt noch Doppel auf jeden Fall mit Shibahara in Osaka und zwar im Finale, wenn ich es richtig gesehen habe, genau. Heute Morgen gegen Buksa Niculescu, also Samstagmorgen um 7 Uhr steigt hier das Finale. Wenn ihr Glück habt, ist Sky schon drauf, obwohl ich es jetzt hier noch nicht sehe bei Sky. Die haben hier wieder nur ihre Standardkonferenz um 8 Uhr eingetragen, aber hey, komm, für ein Doppelfinale werden die doch bestimmt sich nicht lumpen lassen und schon mal reingehen. Guckt mal vorbei um 7 bei Sky, wenn ihr Interesse dran habt. Ich glaube, die zeigen das. Ansonsten laufen jetzt schon die Qualis für nächste Woche. Basel und Wien zum Beispiel mit Hanfmann, mit Altmaier, mit Matera. Guckt ab 8 Uhr bei Sky rein, was sie euch anbieten. Nur das könnt ihr gucken. Was anderes bleibt euch ja nicht übrig. Basketball-Bundesliga. Gestern Würzburg hat gewonnen gegen Hamburg. Und wir gucken auf das Basketballprogramm von heute. Da haben wir in der BBL 4 Spiele anstehen. Um 16 Uhr der Mitteldeutsche BC gegen Bayern München. Und das gibt es live zu sehen im Free-TV, und zwar im MDR. Da könnt ihr ab 16 Uhr reingucken, wenn ihr wollt. Und hier ein bisschen Basketball-Bundesliga snacken. Für alle, die das interessiert. Dann gibt es das Ganze natürlich auch auf Deinsports, ebenso wie die anderen Partien um 18:30 Uhr Oldenburg gegen Ulm und Vechta gegen Frankfurt und am Abend um 20 Uhr Ludwigsburg gegen Göttingen. Punkt. Handball-Bundesliga gibt es auch bei Deinsports um 19 Uhr Melsungen gegen die Füchse Berlin und um 20:30 Uhr dann Kiel gegen Potsdam. Gestern in Sachen Handball 2 Ergebnisse. Gummersbach schlägt Eisenach und Göppingen gewinnt gegen Bietigheim. Dann schweift mein Blick rüber zum Volleyball. Da gibt es heute ein Spiel aus der Frauenbundesliga live im Free TV bei Sport 1 um 17.15 Uhr. Das allwöchentliche Frauenbundesliga-Topspiel. Das heißt heute Stuttgart gegen Schwerin. Und wie gesagt, bei Sport 1 könnt ihr gerne mit dabei sein. Auf Eurosport gibt es heute wieder die Bahnrad-WM in Bollerup. Das Ganze ab 18:30 Uhr. Und wenn ich den Programmguide hier richtig deute, und da bin ich immer sehr vorsichtig bei Eurosport, weil die machen das manchmal, schmeißen manchmal echt nur alles um, dann auf Eurosport 2 heute, die Bahnrad-WM. Guckt mal rein, wenn ihr es gucken wollt. Und wenn ihr sie nicht findet, dann läuft es vielleicht doch auf Eurosport 1. Und wenn sie da auch nicht läuft, dann läuft sie irgendwo anders. Da wüsste ich aber auch nicht mehr wo. Will ich ehrlich sein. Tischtennis-Europameisterschaften. Die deutschen Männer ziehen geschlossen in die nächste Runde ein. Ovtcharov, Bertelsmeier, Q, Franziska, Duda, alle eine Runde weiter. In Doppel hingegen sieht es nicht so gut aus. Franziska Kaufmann im Mixed immerhin Bronze gewonnen, weil sie im Halbfinale verloren haben, aber mehr war nicht drin. Und bei den Damen-Doppeln Kaufmann-Mittelham raus und Van Winter raus und bei den Männern Bertelsmeier-Mengen raus. Und bei den Frauen im Einzel noch Kaufmann und Schreiner ausgeschieden. So. Außer den 5 Männern, wer ist noch mit drin und spielt heute? Ich gucke kurz drüber. Wir haben noch Mittelham, Winter und Juan Yuan bei den Frauen im Einzel. Und im Doppel haben wir noch das Herrendoppel, Dudak Dankyu, mit am Start. Das alles ab 10 Uhr in der Früh heute und ihr könnt gerne reingucken, wenn ihr wollt. Da zähle ich ja seit Tagesleuchte auf Dein Sport. Mir hat noch keiner widersprochen. Entweder es guckt keiner oder es stimmt. Es könnte ja auch sein, dass ich hier mal eine wirklich stimmende Information verbreite. Ansonsten bitte, bitte einen Kommentar da lassen, wenn irgendwas tatsächlich Grütze ist, was ich erzähle. Ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal habe ich wirklich nicht viel Ahnung.
So, dann können wir heute auch noch Formel 1 gucken, und zwar das Sprintrennen. Das steigt um 19.15 Uhr, nee, 19.30 Uhr, glaube ich, ne? 19.30 Uhr auf Sky, und das Sprintrennen gibt es auch live auf RTL Plus um 19.30 Uhr. Gibt ja auch 8 Punkte im Sprintrennen, also auch da schon könnte es im Kampf um die Formel 1 WM schon wieder ein bisschen interessanter werden. Guckt gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Und dann nicht vergessen, heute Nacht gibt es dann ab Mitternacht schon wieder das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag dann. Also alles das aus Austin, Texas. 19:30 Uhr, 19:30 Uhr Sprintrennen, auch auf RTL Plus. Und nur bei Sky dann wieder die Quali um Mitternacht. Wenn jemand da noch wach ist und Lust hat, ein bisschen Autofahren zu gucken, könnt ihr das gerne tun. Für alle Autofahrfreunde, die nachmittags gucken wollen, gibt es auch was. 13:30 Uhr überträgt Pro7 das DTM-Rennen live vom Hockenheimring. Könnt ihr auch mit dabei sein. So, und nun gehen dem feinen Herrn so langsam die Themen aus, weil er glaubt nämlich, dass jetzt schon bald alles eigentlich drin war. Gibt dem Wasserball heute noch ein zwei Derbys. Gucken wir, 16 Uhr Hannover, White Sharks Hannover gegen Waspo Hannover, und um 18 Uhr Spandau Berlin gegen Neukölln Berlin, wenn jemand Wasserball Bundesliga gucken möchte. Ich glaube, das mögen die wenigsten von euch, aber es sei euch verziehen. Nö, aber ich glaube, ansonsten wäre es das. Ich finde hier jetzt gerade nichts mehr. Ist auch okay, glaube ich, 11 Minuten. Passt soweit. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Und wie gesagt, meine Goodies, vergesst mir nicht meine Bundesligaspiele heute Mittag. Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart, Bayern-Stuttgart, das können wirklich zwei sehr attraktive Spiele werden. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, zum Sonntag. Dann haben wir die NFL wieder im Programm. Am Abend natürlich. Dazu mehr Fußball und wie immer dies und das, was ich so alles hier aufsammle und euch dann kredenze. Danke fürs heute dabei sein. Mal wieder der Hinweis, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch mal. Freue ich mich drüber. Wir sind schon über 500 Abonnenten inzwischen. Aber ich nehme auch gerne noch ein oder zwei weitere mit dazu. Noch einmal Ressourcen. Gerne hier auf das Abonnieren-Knöpfchen drücken. Dann kriegt ihr, wenn ihr so eine YouTube-Kanalliste habt, kriegt ihr meine Videos auch immer angezeigt. Ihr könnt auch die kleine Glocke noch drücken. Dann kriegt ihr immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, das kleine Signal. Jochen hat ein neues Video hochgeladen. Dann könnt ihr sagen, hurra, lass gucken. Ihr könnt einfach den Daumen nach oben drücken, da freue ich mich auch, wenn euch das hier gefällt, was ich hier mache. Das ist immer eine direkte Rückmeldung auch an mich, dass ich mich freue und weiß, hey, das hat irgendjemandem da draußen gefallen, was du heute erzählt hast. Und dann macht mir das auch wieder Freude. Klare Sache. Jetzt aber einen schönen Samstag. Euch ganz viel Spaß beim Sport gucken. Gibt mir eine Menge Zeug, auch im Free-TV. Nicht vergessen, Basketball-Bundesliga auch und dritte Liga im Free-TV zum Beispiel. Sucht euch was Nettes raus und dann macht einen schönen Samstag draus. Und morgen sehen wir uns wieder beim Frühsport. Wie oft habe ich jetzt heute schon diese Geste gemacht? Weil jetzt winke ich wirklich mal. Ciao!